Von Hintertupfingen bis Winterlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Und hier ist euer Gastgeber, Alex Schindler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehschatztruhe. Zumindest die Anmoderation heute nochmal im Sinne einer Bildverbindung, aber es ist ein Audio-Podcast. Wir möchten euch aber so ein kleines bisschen schon anteasern, dass wir in Zukunft mehr auch für YouTube machen werden und unsere Gäste auch verstärkt und nicht nur für den Audio-Podcast einladen werden, sondern auch mit einer Videoverbindung. Heute allerdings nochmal ein reiner Audio-Podcast und zwar mit einem Gast, der wie auch schon der ein oder andere Gast in den vergangenen Staffeln fast jede Bühne Deutschlands kennt. Er ist einer der gefragtesten und beliebtesten Warm-Upper neben eben den Kollegen Marco Laufenberg und Christian Oberfuchshuber, die wir ja in den letzten Staffeln schon im Podcast hatten. Heute geht es um René Travnicek und der macht zum Beispiel viel auch zusammen mit Günther Jauch und das Besondere an ihm ist, er ist nicht nur beschränkt auf eben Warm-Up-Moderation, sondern macht auch ganz, ganz viele andere Moderationen. Da werden wir uns heute ein bisschen unterhalten und natürlich auch, wie er dazu gekommen ist und wie er die Arbeit eben beim Fernsehen und bei den verschiedenen Fernsehshows so empfindet. Also, heute zu Gast und viel Spaß mit ihm, René Travnicek. So, und da ist er, René Travnicek. Hallo. Servus, hallo, schön, dass es geklappt hat. Du reißt dich jetzt auch in unserer ja mittlerweile vierten Staffel auch in der Riege der Warm-Upper ein, die wir jetzt immer mal wieder im Gespräch haben. Das freut uns besonders. Und warum laden wir mal Warm-Upper ein? Weil ihr ja die Shows Deutschlands oder die Showbühnen Deutschlands kennt, in- und auswendig. Und bei dir ist das Besondere, du bist nicht nur Warm-Upper, du bist auch in vielen anderen Moderationen noch tätig. Da wollen wir uns gleich so ein bisschen durchhangeln, aber wir fangen immer in der Fernsehschatztruhe mit unserer traditionellen Frage an. Was sind so deine frühesten Fernseherinnerungen? Was hat man bei euch zu Hause so angeguckt im Fernsehen? Es war wirklich dieser Klassiker mit Wetten, dass, wo alle wirklich wie vor so einem Kamin saßen und man frisch gebadet im Bademantel davor saß. Also das war wirklich ganz prägend, Wetten, dass. Dann natürlich auch Michael Schanze damals, diese ganzen Geschichten. Gott, wie hieß nochmal diese Sendung mit den Kindern? Kinderquatsch mit haben. Michael. Ja, genau, natürlich, klar. Also das mit dem Kamerakind und allem 1, 2 oder 3. Damit bin ich so groß geworden. Ah, wir kriegen Besuch. Ja. Das hört ihr zu Hause nicht, aber wir sehen's. Was anderes, okay. Pass auf. Ja, wenn wir was anderes haben, dann geht's sofort weiter. Das ist kein Problem. Hi, wer bist du denn? Sie hört mich jetzt nicht. Frieda. So. Das ist Frieda. Frieda, such dir kurz was aus. Papa muss noch ein bisschen hier Interview machen. Lass dir was aussuchen, wenn du schon erkältet bist. Ich hab's gleich, warte. Das ist kein Problem. 27% hast du. Dann müsst du gleich mal, ich stich dir gleich einen Akku an. So, such dir ganz schnell was aus, Hase. Du darfst auch, warte kurz, Frieder, ich zeig's dir kurz. Guck mal, was hältst du denn hier, davon? Ja? Ja. Okay, warte, ich mach dir den Akku dran. So, warte kurz, Frieder. Und dann darfst du es gucken. Dann machen wir hier weiter. So. So, nimmst du das mit? Okay. Gut, sorry. Das ist überhaupt kein Problem. So, schneidest du an der Stelle oder wie wir aufgehört haben? Wenn es nach mir ginge, nicht. Wenn es dich nicht stört, weil das ist genau das. Wir hatten das auch ganz oft schon bei uns im Gespräch, gerade während Corona, dass die Kinder bei mir mal reingeplatzt sind und dass man die auch schreien gehört hat. Da erinnere ich mich an ein schönes Gespräch mit Thomas M. Stein, wo man das im Hintergrund halt auch gehört hat. Ist das so, das ist ja in deinem Beruf sehr, sehr schwierig, wenn die Kinder krank sind, ne? Weil du hast ja als Warm aber keine Möglichkeit, Homeoffice zu machen, ne? Nee, Homeoffice geht wirklich nicht. Da muss dann meine Frau, die glücklicherweise Beamtin ist, einspringen. Ja. Von daher geht es da ganz gut. Aber von den Arbeitszeiten her, klar, mittags muss ich weg, ob ich will oder nicht. Man ruft nicht mal eben kurz bei einer Produktion wie Let's Dance oder sonst wo an und sagt, geht heute leider nicht. Er guckt, wie er es hinbekommt.
Das ist leider nicht möglich, das stimmt, ja. Ja. Wir wollen mal so ein bisschen drüber sprechen, wie es dazu kam. Ne? Wir haben jetzt da eben mit den Kollegen Christian Oberfuchshuber und Marco Laufenberg schon verschiedene Viten, ist das der Plural von Vita? Vitas, Viten, ja? Lebensläufe oder ja auch Geschichten gehört. Und mich würde mal interessieren, wie bist du zum Warm-up oder zur Moderation gekommen? Denn du hast ja erstmal was ganz anderes gemacht, wenn ich so deine Homepage richtig studiere. Genau, ich habe Hotelfachmann gelernt und Croupier im Spielcasino. Und irgendwann, da habe ich damals noch in Stuttgart gelebt, bin ich in eine Lokalität abends und wollte mir die gelben Seiten besorgen, weil ich nach einem, glaube ich, nach einem Fitnessstudio gesucht habe. Und da war ein Casting von Herzblatt in dieser Lokalität. Und dann haben die mich angesprochen und gesagt, sag mal, du siehst ja ein netter Typ und so. Wir sind von Herzblatt. Herzblatt war damals eine super tolle Sendung, hatte einen ganz, ganz, ganz guten Ruf. Und dann haben die gemeint, ja, wir haben hier gerade ein Casting. Hast du nicht Lust? Und ich so, ja, ich bin Single, klar, lass mal machen. Dann hatten wir so einen abgetrennten Raum von der Lokalität. Und dann habe ich da ein bisschen Spönkes gemacht und keine 3 Wochen später war ich schon in Unterföhring. Da wurde damals Herzblatt aufgezeichnet. Damals war mein Moderator Pierre Geissensetter. Und genau, Schon die und spätere dann, Herzblatt-Ära, ne? genau, das war dann die spätere Herzblatt-Ära. Und dann bin ich da ja, quasi aufgetreten. Und dann haben die gemeint, sag mal, René, du bist echt ein lustiger Kerl. Mach's doch so, wenn du jetzt in der Sendung gleich bist, vielleicht fällt dir irgendwas Lustiges ein, was du noch in deine klassische Vorstellung noch einbauen kannst. Und dann habe ich mir eine kleine Mini-Comedy-Nummer einfallen lassen. Und es hat dann alles super funktioniert. Die Sendung war vorbei. Und dann klingelt auf einmal 3, 4 Wochen später das Telefon. Du, René, unser Warm-Upper, der ist ausgefallen. Du hast es so nett gemacht, kannst du dir vorstellen, Publikum zu unterhalten, im richtigen Moment zu klatschen und so ein bisschen die Sendung zu erklären, was wichtig ist. Ich so, ja klar, warum nicht? Bin ich dabei. Und dann haben die mich eingeladen, dann habe ich das Warm-up gemacht. Und das hat, ich habe mir so ein paar Nummern überlegt und es hat erstaunlich gut funktioniert. Leute haben viel gelacht. Und danach habe ich mir so gedacht, gibt's doch gar nicht. Man kriegt Geld dafür, dass man im richtigen Moment anklatscht und dass man lustige Sachen in den Pausen macht. Wie geil ist das denn bitte? Dann habe ich meine Ausbildung fertig gemacht und bin dann, nachdem ich die Ausbildung fertig hatte, habe ich noch ein bisschen gearbeitet und dann habe ich mir gedacht so, ach, Warm-Upper, das wäre doch irgendwie ein ganz cooler Beruf. Und dann bin ich nach München gezogen und habe auf der Straße für 10 Mark die Stunde Publikum angeworben für Arabella und für Nicole am Nachmittag. Und warum habe ich das gemacht? Die Agentur, die für das Ticketing zuständig war, hat auch die Warm-Upper gestellt. Und dann bin ich denen so lange auf den Keks gegangen, bis die irgendwann gesagt haben, ja, okay, komm, heute haben wir Not am Mann, dann mach halt eben mal ein Warm-Up bei Nicole am Nachmittag. Und dann habe ich das gemacht. Und ich muss dazu noch sagen, dass ich davor einen echt gut bezahlten Job als Croupier hatte. Also es war ein richtig, richtig cooles Einkommen. Und ich bin nach München gegangen, wirklich für 10 Mark die Stunde, weil ich gesagt habe, ich will Warm-Upper werden. Also wirklich alles auf eine Karte Es war eine gesetzt. Passion quasi für dich. Genau, absolut. Also ich habe wirklich von, ich muss mir keine Sorgen um Geld machen, auf, ich fange jetzt da an, wo man, ja, im Prinzip, wenn du dir was zu essen kaufst, im Regal guckst, ob es den Toast nicht noch eine Etage tiefer günstiger gibt, weil mit 10 Mark die Stunde auf der Straße Leute ansprechen, da wirst du halt logischerweise nicht reich mit. Aber das war es mir wert, weil ich unbedingt halt Warm-Upper werden wollte. Dann wurde das bei Nicole am Nachmittag und bei Arabella teilweise da auch immer mehr und mehr. Und irgendwann habe ich dann den Bogen hinbekommen durch einen bekannten Warm-Upper, nur die Liebe zählt, das Warm-Up machen zu dürfen in Köln. Und Michael dann bin ich irgendwann nach Kostler. Köln. Nee, das war damals, den kenne ich auch noch, Heiko Iskro war das Oh, damals, den kenne ich nicht. hieß der. Der hat das ewig lange für Nicole am Nachmittag gemacht. Und durch den bin ich nach Köln gekommen, zu Nur die Liebe zählt. Und dann wurde das sukzessive immer mehr und mehr und mehr. Und so bin ich dann quasi durch Herzblatt zum Warm-up gekommen. Das ist echt interessant, aber das, wenn man bei Herzblatt ja mitmachen möchte, und du hast das jetzt ja eben schon erzählt, wenn wir mal diese Frage stellen, was habt ihr denn früher Fernsehen geguckt, dann gibt es entweder immer diese Bonanza-Fraktion oder diese EWG-Fraktion oder Wetten, dass-Fraktion. Also ihr wart ja mehr die Ja. Showleute. Das heißt, du als Kind warst auch schon so Fernseh-fanmäßig mehr in diesem Showbereich
angesiedelt Ja. und dachtest, Ja. also ist zum Beispiel bei mir, also ich sitze jetzt ja hier und mache Podcast und habe es ja nie geschafft, Warm-Upper zu werden oder Fernsehmoderator zu werden, aber meine Vorstellung war auch immer, so als Kind, irgendwann kommst du da mal raus und dann sitzen da 1500 Leute in der Sporthalle Böblingen oder sowas und die klatschen dann, weil du da rauskommst. War das auch so deine Vorstellung von diesem Beruf? Damals, als ich als Kind davor saß, habe ich immer nur gedacht, so Leute wie Thomas Gottschalk, die mal live zu treffen, das wäre so das Größte. Die waren für einen immer so komplett unnahbar, so Halbgötter in Weiß. Und all die Leute im Prinzip, für die ich heute fast mehr oder weniger tagtäglich arbeiten darf, habe ich damals unglaublich bewundert. Auch ein Kai Pflaume fand ich damals toll. Auch bei Und Herzblatt angefangen, ne? auch bei Herzblatt angefangen, genau. Und ja, aber so dieses selber da zu stehen und zu moderieren, ich glaube, da hat mir damals die Vorstellungskraft dazu gefehlt. Aber magst du jetzt im Endeffekt? Der Vorteil ist ja, das hat man auch bei den Kollegen so herausgehört, wenn man jetzt Warm-up macht, machst du ja quasi Show für ganz viele Shows und bist nicht auf eine festgelegt. Ist das das, wenn du auch an Set kommst und wieder denkst, oh cool, jetzt bin ich mal wieder bei Wer weiß denn sowas oder bei Wer wird Millionär oder wo du auch überall auftrittst? Ist das auch so dieses Gefühl, cool, mir gehören im Endeffekt alle Shows, die es gibt? Ja, aber das Schöne ist einfach die Abwechslung, wie die Studios aufgebaut sind, teilweise auch, welche Show welches Publikum anzieht. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Jeder, dementsprechend kann ich auch natürlich auch mein Warm-up gestalten. Und natürlich der große Vorteil als Warm-upper ist der, wenn eine Show mal nicht mehr funktioniert oder abgesetzt wird, dann steht nicht meine Existenz auf dem Spiel, Genau. sondern dann kommt schlichtweg und einfach die nächste Show. Und das ist mit Sicherheit fürs Warm-up ein großer Vorteil. Und aber auch wiederum sehe ich Warm-up als wahnsinnig großen Ansporn, weil du bist immer nur so gut wie dein letztes Warm-up. Es bringt nichts, wenn jemand sagt, zu meinem letzten Jahr war der René aber mal richtig gut. Dieses Jahr irgendwie nicht, aber letztes Jahr war er super. Kann ich mir nichts von kaufen. Das heißt, jede Show ist immer 100%, immer alle bekommen, alle mitreißen. Und das finde ich das Schöne. Du kannst dich nicht darauf ausruhen, dass man irgendwie einen ganz guten Namen in der Branche hat, sondern den musst du dir eigentlich jeden Tag neu wieder erarbeiten, damit das so bleibt. Bevor es dann so richtig losging, hast du laut deiner Homepage noch beim Radio ein bisschen gearbeitet. Ich kenne Moderatoren, die sagen, Radio ist eher ihr Medium als Fernsehen oder die Bühne. Du warst als Reporter unterwegs. War das für dich nur so eine Zwischenstation oder war das so dieser Ausflug, wo vielleicht das Radio doch eher das mit Stimme und Emotionen arbeiten? Wie war das für dich beim Radio? Also ich mache noch immer Radio, ich mache noch immer Beiträge, nicht mehr ganz so regelmäßig wie früher, aber darf das noch immer machen. Radio durfte ich reinschnuppern, weil ich der Chefredakteur damals von Radio ERF bei mir im Haus wohnte und Ach mitbekommen so. habe, dass ich Warm-Upper bin. Hat gemeint, ob ich mal ein Praktikum machen will, habe ich das gemacht. Hat dann auch eine eigene Sonntagssendung gehabt und habe das immer sehr geliebt, weil Radio zum Fernsehen oder im Vergleich zum Fernsehen einen riesen Vorteil hat. Ich habe eine Idee. Und dann, wenn der Chefredakteur sagt, die ist cool, dann setze ich die am nächsten Tag um. Dann gehe ich auf die Straße, hole mir O-Töne, bastel mir eine Geschichte zusammen und bring die Geschichte einfach in der eigenen Sendung. Beim Fernsehen, da brauchst du eine Produktionsfirma, du brauchst den Sender, gibt es Probleme mit Rechten, du brauchst das, der Apparat, damit eine Idee von mir im Fernsehen landet, ist ja brutal. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Und Radio ist so, findet ihr die Idee auch gut? Alles klar, machen wir morgen oder nächste Woche direkt, machen wir ein Thema draus. Und das ist das Schöne am Radio. Das ist wirklich ein Ding für sich. Warum viele vom Radio vielleicht nicht ins Fernsehen wollen, weiß ich nicht. Oder vielleicht, ja, es ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Man will ins Fernsehen. Hängt von einem selber fast gar nicht ab, möchte ich behaupten. Klar kannst du dich an ein paar Leute heften und denen 10-mal in die Wade beißen und sagen, ich will, ich will, ich will, könnt ihr nicht mal, macht ihr nicht mal, wie auch immer. Aber im Endeffekt brauchst du nachher 3, 4 Leute und 2 Entscheider, die sowas von an dich glauben, damit das funktioniert. Das ist schon echt heftig. Aber wenn Pierre Geissensetter, wann war denn das? Das war so, glaube ich, Anfang der 2000er hast du da angefangen mit Warm-Ups da, ne? Ja.
Und bist aber irgendwie zu Brainpool reingeraten. Und wenn ich so an 2011 denke, das steht zumindest so auf deiner Webseite, dass du da bei Brainpool dein Redaktionsassistent warst. Das war dann so die Zeit, Ja. wo die den Song Contest stemmen wollten oder stemmen mussten. Also so ein bisschen die Hochphase von Brainpool, noch nicht die Entstehungsphase. Wie bist du da reingeraten? Ich wollte unbedingt schon immer breit aufgestellt sein. Ich habe für mich schon immer so empfunden, dass Warm-up ist toll, ist gigantisch, macht einen Riesenspaß. Aber ich wollte immer noch A, wissen, wie es funktioniert, wie funktioniert Fernsehen. Und das kriegst du halt mit, wenn du in so einer Produktionsfirma wirklich mal ein Praktikum machst. Was gehört einfach noch alles dazu, damit eine Fernsehsendung entsteht? Das war mir ganz wichtig zu wissen und nicht nur einfach da vorne stehen und nett, charmant, lustig zu sein. Deshalb habe ich das gemacht und das hat mir auch viel noch gezeigt, was verschiedene Positionen einfach im Fernsehen machen und wie das Ganze eben ja, läuft, damit nachher eine gute Sendung entsteht. Und deshalb auch heute noch, du hattest das vorhin schon angesprochen, ist es mir ganz wichtig, nicht nur Warm-up zu machen, weil also es gibt Kollegen, die machen nur Warm-up und die machen das super und sind da auch ganz, also wirklich gut drin. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich 6 Tage die Woche Hallo und herzlich willkommen und hier und da, dann hätte ich die Angst, dass ich mit 52, 53 irgendwann aufwache und so denke, ja, da muss es doch aber noch mehr geben, als nur Leute vor Shows zu unterhalten. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man noch ein paar andere Sachen macht. Aber das muss wie immer jeder für sich selbst entscheiden. Wie alt bist du denn Aber jetzt? ich bin 48. 48, okay. Ja, und wenn du sagst, es bist. Wie lange kann man sowas machen? Wie lange kannst du dir vorstellen, sowas zu machen? Ich habe Warm-up in Amerika erlebt. Die haben Warm-up gemacht für damals ja, mit Doug Heffernan, King of Queens. Die haben ja, Und das da sind ja warst du? Shows, die werden vor. Ja, die haben diese Shows vor Publikum Ja. aufgezeichnet. Das Publikum ist ziemlich erhöht. Und dann ist das Set, du guckst als Publikum von oben in das Set rein. Und das Set ist aufgegliedert in 5 Teile, Wohnzimmer. Dann geht es eine fingierte Treppe hoch. Dann geht die Treppe aber wieder runter und sind im Schlafzimmer und so Genau. weiter. Und das wird halt live produziert, weil die Lacher im Amerikanischen wirklich nehmen. Also das ist nicht wie im Deutschen, da müssen die Lacher eingespielt werden, weil es mit der Synchronisation sonst nicht klappt. Und wenn Gag nicht gut ist, dann kommt der Autor rein, schreibt den Gag um und guckt, dass die Reaktionen vom Publikum eben noch größer sind. Ja. Und oh Gott, was, jetzt habe ich mich gerade Nee, in der Antwort verloren. da bleiben wir mal kurz hängen. Das interessiert mich nämlich auch schon Ja. lange. Wenn du sagst, Ja. wenn ich jetzt mal jemanden habe, der da mal gesessen ist, das ist schon mal cool. Also man muss sich ja vorstellen, Sitcom ist ja so aufgebaut, dass du da so Boxen, so Setboxen hast. Das heißt, die Tribüne ist Ja. sehr, sehr lang gezogen. Ja, und jedes, ja. Immer nur ein Teil sieht das aktuelle Set des Publikums, ne? Weil die immer mal diese Sets wechseln und da rüber gehen und in andere Kulissen und so weiter, aber das Publikum ist sehr lang gezogen. Ja, so geht es ja quasi schon mal los, ne? Also bei King of Queens war es tatsächlich so, dass das ganze Publikum in alle Sets reingucken konnte, weil das Set relativ weit nach hinten gebaut war. Ah. Und somit war der, das mag in anderen Sets so sein, wie du gerade geschildert hast, aber bei King of Queens war es wirklich so, egal wo du saßt, du konntest überall reingucken, weil dadurch, dass es so weit nach hinten versetzt war, konntest du eben überall reinschauen. Klar, mal mehr, mal weniger gut, aber bei King of Queens war das mega ja, und da eben, genau, um auf deine Frage zurückzukommen, wie lange man das machen kann, da gab es einen Warm-Upper, Mark Sway heißt der macht es auch heute noch, der war damals schon, ach, locker um die 60. Der war da im Anzug und hat das super gemacht. Und ich glaube, Warm-up ist gar nicht so irrsinnig altersabhängig. Es sei denn, vielleicht du machst ein Warm-up für eine Show von irgendeinem jungen Comedian und da Ja, sitzen ist jetzt klar. 20-Jährige. Dann ist mit 60 vielleicht, da musst du wirklich das sehr charmant machen und die ganz anders abholen. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man das mit Liebe macht, und ich merke das zum Beispiel auch beim Warm-up von Let's Dance, wenn das Publikum ab der ersten Sekunde merkt, der hat da Bock drauf. Der nimmt sich selber nicht zu ernst. Der findet das selber lustig, dass wir am Anfang 5 Minuten durchklatschen und nimmt auch das noch auf die Schippe. Solange du eine Verbindung zum Publikum hast und das Ding nicht runterrotzt, sondern die einfach merken, ey, der lebt es, der liebt es, der hat da Bock drauf. Jetzt habe ich auch Bock drauf als Zuschauer. Dann kannst du das super lange machen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich will nicht mit 60 dastehen und auf die Frage, was machst du beruflich, sagen, nur Warm-up. Das wäre mir einfach zu Also wenig. du bist vom Beruf Moderator.
Genau, das würde ich so als Oberbegriff nehmen. Ne? Warm-up ist ja auch eine Art von Moderation, wenn auch nur eine Art, aber genau, also. Bleiben wir nochmal kurz bei den Amerikanern, weil du das eben schon gesagt hast, eben da ist es durchaus auch ja, möglich, dass ein Warm-Upper oder ein Moderator ja das Ganze noch mit über 60 macht oder auch schon 40, 50 Jahre eine Show macht, wenn man jetzt an Pat Sajak vom amerikanischen Glücksrad denkt oder lange Zeit ja auch Bob Barker, der Preis ist heiß, ja, fast bis zum Umfallen moderiert hat, ja. Bei uns ist das ja nicht so. Bei uns herrscht ja immer noch so ein gewisser Jugendwahn. Wenn du in Amerika warst und dir das mal angeguckt hast, was machen die Amerikaner anders in Bezug auf ihren Moderator oder ihre Moderatorinnen? Die vergöttern die wirklich, die lassen die auf Wolke 7 schweben. Was ich damit meine ist, ich habe da mit einem Moderator mal gesprochen, die haben einen Tross von 7 Leuten um die rum. Da ist einer nur dafür zuständig, dass sofort nach der Show dein Wagen bereitsteht. Ein anderer ist dafür zuständig, dass du dein Lieblingsgetränk hast, dass es die perfekte Temperatur hat. Das mag sich jetzt alles für uns hier in Deutschland total überzogen anhören und so weiter, aber im Prinzip geben die ihren Moderatoren eine unglaubliche Wertschätzung und denen soll es an nichts fehlen. Und jetzt werden in Deutschland die Moderatoren nicht schlecht behandelt oder so, aber das, was die in Amerika um ihre Stars drumherum machen, ist einfach, dass sie denen den größtmöglichsten roten Teppich jeden Tag geben, den man sich nur vorstellen kann. Also die gucken wirklich, dass es denen extrem gut geht. Und für die haben die nochmal gefühlt einen anderen Stellenwert. Jetzt kennst du ja viele Moderatoren in Deutschland. Das sind ja nicht nur Thomas Gottschalk dabei, die ja heute noch erfolgreich sind. Das sind ja, Thomas Gottschalk ist ja einer der wenigen, der genau das lebt, was die amerikanischen Moderatorinnen und Moderatorinnen leben. Aber jetzt haben wir zum Beispiel auch Moderatorinnen wie Ulla Kocka-Brinck, die jetzt irgendwie mal wieder 10, 15 Jahre hat warten müssen, bis mal jemand ihr wieder die Chance gegeben hat, zu zeigen, was sie kann, obwohl sie nie eine schlechte Moderatorin war, sondern. Sie sagte uns, wir hatten es ja auch schon im Gespräch, ne, dann gab es dann da mal einen Senderchef oder einen Programmchef, der mich nicht mochte, ne, und dann wurde ich ausgetauscht und dann ist man erstmal auf dem Abstellgleis und man hört und sieht nichts mehr von irgendwelchen Verantwortlichen. Das ist ja dann genau das Gegenteil davon. Wenn du mit Leuten sprichst und wie zum Beispiel Ulla Kocka-Brinck jetzt dann mal wieder so ein kleines Revival erleben kann, wie erlebst denn du diese Leute? Mit denen sowas gemacht wird. Weil ich würde zum Beispiel sagen, leckt mich am Arsch. Ne? Also, ihr habt mich jetzt 20 Jahre lang nicht sehen wollen und jetzt kommt er daher, Ja. weil er gerade glaubt, da kann man jetzt wieder Geld verdienen damit. Es hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Ja. Das ist also jetzt gerade Ulla Kocka-Brinck, mit der habe ich einige Folgen jetzt von Die perfekte Minute war ich mit dabei. Das habe ich mir mit so ein paar Warm-up-Kollegen geteilt, weil es wahnsinnig viele Sendungen waren. Für die war das natürlich schön, wieder zurückzukommen, weil man hat ab der ersten Sekunde gemerkt, dass es ihr Element ist, dass das ihre Gabe ist, Leute zu unterhalten, eine Show zu moderieren. Und ich glaube, wenn man jetzt so lange nicht mehr im Fernsehen war, dann einen Groll aufs Fernsehen zu hegen, ist wahrscheinlich einfach schlichtweg nicht förderlich. Sondern dann sagt man halt einfach, ja, ey, cool, ich kriege nochmal die Chance und dann bin ich halt dabei, egal was war und warum man mich lange nicht mehr angefragt hat. Es gibt wahnsinnig viele Moderatoren, die mir einfallen, die ganz lange nicht on air waren, und dann halt teilweise Radio gemacht haben oder irgendwelche kleinen Reportagen oder sich irgendwie über Wasser gehalten haben. Und die sind natürlich alle froh wieder, wenn das Telefon klingelt und auch nach 5 Jahren jemand sagt, du, ich habe da was für dich. Aber das ist das, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Da habe ich einfach das Gefühl, dass die Amerikaner mit ihren Stars nochmal anders umgehen. Und was die Amerikaner ja auch wahnsinnig lieben, ist, wenn jemand ganz unten am Boden war, also wirklich so keine Kohle mehr und selbst wenn er mit Drogenproblemen hatte, die lieben es, wenn diese Leute wieder, die Wieder helfen denen, Auferstehung. wieder aufzustehen. Genau. Und auch dieser Neidfaktor gibt es in Amerika nicht. In Amerika, wenn du ein dickes Auto fährst, wenn du mit einem Porsche Cayenne vorfährst, da wird dir nie einer Kratzer reinmachen und sagen, der Typ da im Porsche, sondern der Grundgedanke der Amis ist, der arbeitet hart dafür, der hat ein gutes Business, es sei ihm gegönnt. Ja? Und das ist so was, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen fehlt auch. Ist dieses Gönnen, dieses an Leuten festhalten, Leuten weiterhin warmes, gutes Gefühl zu geben oder auch mal zu sagen, hey, jetzt gerade passt es gerade nicht, aber hey, wir haben dich im Hinterkopf und wir gucken, was wir demnächst wieder mit dir machen können. Das ist so mein Gefühl. Das haben die Amis, glaube ich, einfach ein bisschen besser drauf. Aber mal unabhängig davon, dass du natürlich deinen Job liebst und was du tust, ist es ein Scheißgeschäft?
wenn man das von der Seite eben aus betrachtet, wie da mit einem umgegangen wird. Ich glaube, ja, wenn du lange und erfolgreich in dem Bereich bist, ich glaube, dann wird immer gut mit dir umgegangen werden, weil solange du natürlich gute Quoten generierst, dadurch Werbung geschaltet wird, wirst du diesen schlechten Teil nicht mitbekommen. Im anderen muss man einfach sagen, es ist halt, es geht halt um viel Geld, ne? Weil wenn eine Sendung nicht geguckt wird, dann wird keine Werbung geschaltet, dann finanziert sich das ganze Programm nicht. Das heißt, auch die Programmverantwortlichen sind natürlich in einem wahnsinnigen Zugzwang und müssen immer gucken, was funktioniert, welche Show funktioniert und mit wem funktioniert sie. Hinter den Kulissen, was ich so mitkriege, ist Fernsehen echt ein tolles Geschäft. Also du hast immer dieselben Leute meistens vor Ort. Das ist eine ganz, ganz geringe Fluktuation. Die Moderatoren sind zu uns Warm-Uppern, und da spreche ich, glaube ich, wirklich für alle, unfassbar nett. Die mögen uns, die unterhalten sich privat mit uns. Von ganz vielen hast du auch die Nummer, weil du dich mal austauschst. Von daher, was das betrifft, definitiv kein Scheißgeschäft, sondern ein sehr Ja, liebevolles Umgehen inhaltlich miteinander. klar. Aber wenn du Moderator bist, ist es, glaube ich, immer so ein bisschen Schleudersitz, ne? Wiederum, wenn du eine Show hast, dementsprechend wirst du auch honoriert, weit mehr als ein Normalbürger verdient. Und dann ist es eine schöne Situation, und dann musst du das halt auch aushalten, wenn es halt mal eine Zeit lang nicht so läuft und deine Formate nicht so laufen, ne? Ich glaube, das wissen aber die meisten Moderatoren, die den Weg gehen, dass es halt das und das gibt. Aber scheiß Geschäft, nur mit dem halt, dass man sich nicht drauf verlassen kann und darf, dass nur wer ein Format läuft, läuft das auch noch die nächsten 20 Jahre. Das kann man, die Sicherheit gibt es halt beim Fernsehen nicht. Jetzt guckst du ja sicherlich auch Fernsehen, auch wenn du quasi ganz viele Sendungen vor Ort magst, ja. Nehmen wir nochmal kurz die perfekte Minute, weil wir es gerade mit Ola Kuckern bringen kann. Wir stellen als Zugucker immer mal wieder fest, beispielsweise bei der perfekten Minute, das konnte nichts werden, weil es völlig falsch programmiert ist. Macht man sich dann, wenn man vor Ort so eine tolle Show auf die Beine stellt, also die Show ist ja selber auch toll und Ulla Kock am Brink ist toll, die Kandidaten waren toll, ich habe mir das angeguckt, aber dann gibt es so ein paar Stellschrauben, zum Beispiel, weil man es als tägliche Vorabendshow gemacht hat, hat man nicht das Budget für Preisgelder zum Beispiel. Das ist ja das, was bei solchen spannungsgeladenen Shows ja auch dann so diese Fallhöhe darstellt, ne? Da, das zieht einem nicht von Hocker oder haut einem nicht von Hocker, wenn man dann quasi dann im Risiko ist, 500 € zu verlieren, wenn man jetzt quasi dann dieses Spiel verliert. Ja, finde, häufig weiß man es ja noch nicht, wenn man es Warm-up macht, weil das ja manchmal auch später entschieden wird. Aber macht man sich da auch so Gedanken, sag mal, ihr Redakteure, ich bin auch Zuschauer, was denkt ihr euch dabei, wenn ihr sowas da am Vorabend verheizt? Ja, und was macht ihr da auch da mit den Leuten und zum Beispiel auch mit Ulla, die da sicherlich woanders besser aufgehoben wäre. Also jetzt, wenn man es jetzt auf die perfekte Minute münzt, da habe ich wirklich gedacht, dass es im Fernsehen besser funktionieren wird, weil es eine sehr schnelle Sendung ist und ich die Spiele unglaublich gut fand. Wie die da gemacht haben, die waren schön, die waren anspruchsvoll, da hatte ich selber Bock immer. Im Umbau habe ich ganz oft gesagt, lass mich mal kurz, lass mich mal kurz. Da hätte ich das wirklich nicht erwartet, dass das nicht so angenommen wird. Es gibt, aber da gebe ich dir recht, und deshalb ist ja immer so eine subjektive Sache. Es gibt ganz viele Formate, wo ich mir schon gedacht habe, aber warum? Warum in der Länge und warum jetzt so ein Spiel? Aber und hatten wir das nicht schon 100 Mal in der Form und so? Aber ich glaube, dass die Leute, die an den Shows sitzen, sehen halt immer das große Ganze. Und Du meinst die es wird Verantwortlichen? immer die Verantwortlichen, ne? Die sind ja das große Ganze. Und wenn ich ein Spiel nicht toll finde, dann sagen die halt, ja, aber vielleicht für die in der Konstellation an Spielen funktioniert das aber. Aber klar, es gibt immer wieder Momente, wo ich so denke, ich hätte es anders gemacht, aber es das heißt jetzt nicht, dass mein anders besser gewesen wäre, sondern halt anders. Ne? Das ist ganz schwierig. Gibt vielleicht auch Leute, die sich ein Warm-up angucken und denken so, ja, ich hätte es anders gemacht, ne? Und der Rest findet super. Also das ist immer sehr, sehr subjektiv, aber klar hat man immer eine eigene Meinung, und es gibt Formate, wo ich rausgehe und denke so, wie geil war das denn bitte? Das ist Fernsehen genauso, wie ich es liebe, und Formate, wo man sagt, ja, meins war es jetzt nicht, aber deshalb gebe ich ja im Warm-up nicht weniger Gas. Ne? Das Ja, ist klar. ja, man will ja trotzdem alles geben. Aber klar, es gibt immer Momente, wo man denkt, sag mal, nach 20 Jahren Fernsehen, warum macht man das noch immer so und so? Ja. Ja.
Kommen wir mal so ein bisschen zu deiner Arbeit und zu deiner Technik. Ihr seid ja da so ein bisschen unterschiedlich und ich habe leider noch nicht das Vergnügen gehabt, dich zu treffen und zu sehen. Ja, also ich kenne diverse Warm-Up, aber ich war leider noch nie in einer Show, in der du das Warm-Up gemacht hast. Da haben wir uns irgendwie immer wieder verpasst. Und jetzt weiß ich aber, wenn ich so ein bisschen auf deine Instagram-Seite schaue, dass du ein bisschen anders an die Sache rangehst, wie die meisten anderen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt, wenn ich jetzt an Oberfuchshuber denke, der sagt ja immer den großen Moderator an oder Moderatorin, dann kommt dann selber raus, das ist so der Einstiegsgag. Oder Marco Laufenberg, der sagt gar nichts, der ist schon die ganze Zeit so vorne auf der Bühne und hustet mal irgendwann kurz ins Mikrofon rein und macht sich dann bemerkbar und dann geht es so ein bisschen los, dass er so der Publikumsbetreuer ist. So, wie magst das du und wie hast du so deine Art und Technik so ein bisschen entwickelt für dich? Also ich starte immer mit dem Rap. Mhm. Du hörst bei mir ein Grundbeat, so ein bisschen Latin-mäßig. Dann spreche ich schon drüber. Hey, Ladies and Gentlemen, heute geht's los. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zu bla bla bla. Dann komme ich rein, fange direkt an zu rappen und baue die Leute dann einmal kleinen Rhythmus ein. Die klatschen alle sofort mit und im Refrain. Ne, im Refrain sage ich dann, wenn ich sage Let's, ihr sagt Dance, Let's Dance, Let's Dance. Wenn ich sage Daniel, ihr sagt Hartwig, ne, da habe ich die immer schon alle drin. Mhm. Und in dem Rap gebe ich wirklich Vollgas und in dem Moment ist auch da die Stimmung direkt von 0 auf 100. Und die sitzen da, die Leute, die grufen mit und machen da halt, wie gesagt, im Refrain mit. Also sehr, sehr musikalisch starte ich das Warm-up. Dann habe ich einen Sampler dabei, da sind ganz viele Sounds mhm. gespeichert. Und für alle, die das nicht kennen, ein Sampler ist nichts anderes als ein Gerät, wo ich auf 96 Tasten, wenn ich eine Taste drücke, dann ein Sound abgespielt wird, den ich da hinterlegt habe. Der ist dann über die Studiobeschallung vernetzt. Da habe ich eine eigene Sendestrecke. Und das heißt, ich kann unglaublich flexibel und schnell im Warm-up reagieren. Ich habe ganz viele Tanznummern. Ich hole zwei Leute nach vorne, mache eine Backstreet Boys Tanznummer. Ich steppe im Warm-up. Bei der Stepptanznummer teile ich die Leute in Blöcke ein. Stepp, hör auf, zeig auf den einen Block, die klatschen einmal. Die anderen machen dann, hey, dann lasse ich Musik dazu laufen. Dann steppe ich wieder zur Musik, baue die Leute wieder ein. Also ich gucke immer, dass die Leute im Prinzip eine sehr schöne, unterhaltsame, fröhliche Show vor der Show haben. Ja. Das, was Marco macht oder Christian, die quasi alles im Gespräch irgendwie so sich aufbauen, funktioniert auch super. Das ist deren Art, das Warm-up zu machen. Für mich war es immer, ich will steppen, rappen, tanzen. Ich will, dass die Leute viel Musik mitbekommen und dass die im Prinzip so ein bisschen, dass ich wie eine Überraschungstüte für die bin. Ja. Ich fange mit dem Rap an. In der nächsten Werbung hole ich die Steppschuhe raus. In der wieder nächsten Werbung fange ich an zu tanzen mit Publikum. Dann mache ich irgendwas mit 90er-Jahre-Songs mit dem Sampler zusammen. Und dass die Leute danach im besten Fall rausgehen und sagen, boah, Warm-Up hat mega Spaß ja. gemacht, krass, was der alles mit uns gemacht hat. Und das ist meine Herangehensweise, die für mich funktioniert, für andere funktioniert es halt einfach anders. Ja, klar, das ist mir auch schon sehr aufgefallen, dass so jeder seine Art und Weise haben muss, damit es auch funktioniert, damit es authentisch ist, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wie wenn das Warm-Up schon nicht authentisch ist. Ne? Ja, und da ist ja, dann der Christian mehr so der auch optisch exzentrische, ja? Der Marco eher so der ruhige genau. Und ich merke schon, du bist dann schon so mehr der Showman. Ja? Wie lang dauert es denn? Du hast normalerweise, hat man bei so einem Warm-up vor der Sendung vielleicht 10, 15 Minuten Zeit. Das ist ja wirklich eine knappe Geschichte und mittlerweile müsst ihr ja auch noch so produktionstechnisch so Voraufzeichnungen machen, dass also das Publikum mal klatscht, dass man das so als Schnittbilder für bei Werbung und sowas dazwischen machen kann. Das ist ja das, was mich immer am meisten nervt, was du eben schon gesagt hast, dass du erstmal 5 Minuten lang verschiedene Abläuse machen musst in verschiedenen Lichtstimmungen, nur dass das dann der Regisseur mal später dann irgendwie einbauen kann. Was kriegst du da für Anweisungen, was du da quasi noch vorher abzuarbeiten hast? Also es gibt natürlich Abläufe, die wir aufzeichnen müssen, weil alle Kameras natürlich dann aufs Publikum schauen können, wir die Schnittbilder im Schnitt sehr gut verwenden können. Aber selbst dieses Abläufe anklatschen kann man wunderbar lustig mit dem Publikum verpacken. Also ich sage den Leuten zum Beispiel immer so, jetzt rastet ihr bitte so aus, dass wenn ihr die Sendung in der Wiederholung im Fernsehen anguckt, ihr euch denkt, krass, Alter, wie bin ich denn abgegangen? Oder dass ich halt so Sachen sage wie... das im Prinzip wirklich so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Nicht so, so, wir brauchen jetzt den Applaus, der muss so und so sein und strengt euch an, sondern das kann man alles unglaublich sympathisch machen. Und wenn die Leute merken, dass man das selber mit so einem Augenzwinkern macht, gerade dieses Abläuse aufzeichnen, was jetzt wirklich nicht der spannendste Teil der Show ist,
Dann kann man, oder was ich mache, ich mache einen Applaus, erzähle einen Gag, kleine Geschichte aus dem Leben, mache wieder einen Applaus. Es ist selten, dass ich die nacheinander abfrühstücke, 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 sondern ich gebe den Leuten immer die Möglichkeit, kurz Luft zu holen. Dann habe ich so 3, 4, 5 Gags, wo ich weiß, die funktionieren immer, dann baue ich die ein, dann werden die kurz locker, haben herzhaft gelacht. Und dann fällt es denen gar nicht auf, dass wir schon wieder einen neuen Applaus aufzeichnen. Also auch das kann man so anfassen, diese Applausgeschichte, dass es den Leuten gar nicht so auf den Keks geht, weil man es halt immer mit was untermalt, was wiederum was Lustiges ist. Als es bei dir losging mit Warm-ups, also mittlerweile hast du ja, weißt du ja, wie die Leute reagieren, was funktioniert nicht gut. Gerade so die ersten Warm-ups, als du angefangen hast, wie oft standst du da und dachtest es dir, oh Scheiße, das zündet es nicht so? Da hatte ich ein bisschen Glück, dass bis auf eine Nummer, ich habe es einmal erlebt, dass ich eine Nummer gemacht habe und es ist wirklich nichts passiert. Und dann habe ich zum Publikum gesagt, so klingt also eine Nummer, die so gar nicht hinhaut. Ich weiß gar nicht, wie ich formuliert habe, aber dann haben die darüber gelacht, dass ich selber festgestellt habe, dass die Nummer jetzt echt Grütze war. Und dann ist es ja glücklicherweise so, eine Nummer funktioniert mal gut und mal sehr gut, aber dass sie gar nicht funktioniert, ist eher unwahrscheinlich. Und in der Anfangszeit, boah, es ist schon jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 22, 23 Jahre her, ich glaube, da war der Anspruch auch noch nicht so hoch wie heute. Heute ist ja wirklich immer voll auf die 12 und alles muss und, ne? Nicht nur das, Ich glaube, nicht nur das. Ich bin ja. seit 99. Das war das erste Mal, dass ich bei einer Fernsehproduktion dabei war. Das ist, verstehen Sie, Spaß, damals noch mit Tschano Jobatai gewesen. Tschano Jobatai hat sein Warm-up Ja. selber gemacht. Das war auch noch die Zeit, wo tatsächlich Warm-upper, manche Moderatoren brauchten es, manche nicht. Und da, oh, ich glaube, da kriegst du aber Besuch. Ja, was ist, Schatz? Das ist gut. Spielst du noch kurz was? Und dann mache ich was zu essen, ja? Okay, gut. Und der hat es ja auch so genutzt im Sinne von, wenn er das Warm-up selber macht, dann geht dann die Show nur weiter. Ja, also er fängt um 20 Uhr Ja. an und dann um 20:15 Uhr geht ihn die Show nur weiter und hat, und so macht es Thomas Gottschalk auch, oder hat es zumindest in Wetten, dass immer gemacht. Harald Schmidt zum Beispiel, weil du es gerade gesagt hast, mit so einem Gag, ja, der sagt ja auch mal, wenn so ein Gag versemmelt wurde, das ist eigentlich so für ihn das Schönste, weil dann kann er so ins Publikum gucken und sieht so diese Ratlosigkeit, wenn so ein Gag völlig im Sand verläuft. Völlig Ja. versandet, ja. Wenn jetzt du zum Beispiel mit Thomas Gottschalk arbeitest, wo du weißt, dass der bei Wetten, dass selbst vor der Sendung ins Publikum geht und dann so seine Sprüche abarbeitet. Und wenn man weiß, was schon ein paar Mal bei Wetten, dass war, das war ich auch, dann weiß man auch, im Endeffekt ist das auch immer, sind das dieselben Handvoll voll Witze. Und von ihm weiß man ja, dass er nicht so ein großer Fan von Warm-Uppern ist. Das arbeitest du bei, sie wissen nicht, was, denn sie wissen nicht, Ja, was passiert mit ihm zusammen. Wie ist er da auf genau. dich zu sprechen? Oder macht er da trotzdem mit dir was zusammen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich kann ihn einbauen. Ich unterhalte mich auch gerne vor der Show noch ein bisschen mit ihm. Und er mag mich auch, zumindest habe ich das Gefühl. Ich durfte ja mal bei Jakob Schöneberger Corona-bedingt die Position von Thorsten Schorn einnehmen. Genau. Da habe ich schon festgestellt, dass er also mir gut gesonnen ist. Aber er sagt ganz ehrlich, und das darf ich, glaube ich, auch so zitieren: René, wenn du Warm-up machst, gibst du immer so viel Gas, da habe ich dann immer ein Problem, noch einen draufzusetzen. Weil ich gucke, dass die Leute hier sind und dann will er daran anknüpfen und dann merkt, dann muss er Gas geben, weil ich halt sehr viel Gas am Anfang gebe. Ja. Und das ist aber so das Einzige, wo er mal gesagt hat, ja, er muss halt einfach gucken, dass er dann richtig einen raushaut. Aber das war es auch. Aber ansonsten darf ich ihn bei Jauch Gottschalk Schöneberger immer ansprechen, mit einbeziehen ins Warm-up. Und der macht da mit. Aber er selber findet es nicht allzu schlecht, wenn der Pegel nicht allzu hoch, noch nicht so hoch ist, dass er dann nicht gleich mit dem allerbesten Gag für ihn gefühlt rauskommen muss. Aber das ist alles sehr, ja, sehr kollegial. Also kann ich nicht anders sagen. Ganz, ganz netter. Der einem auch sagt, wenn man es gut macht und
Ja, also der ist da ganz entspannt. Ja, Thomas Gottschalk fehlt mir noch auf unserer Vita. Den haben wir noch nie erwischt bisher. Ja, aber vielleicht wird es ja mal noch was. Denn Sie wissen nicht, was passiert, Thomas Gottschalk, und da ist auch die Schnittstelle zu Günther Jauch. Und du magst, glaube ich, auch Wer wird Millionär. Genau. Und Günther Jauch ist ja völlig anders, auch als Moderator. Wie muss man, und bei Wer wird Millionär war ich leider auch noch nicht, und das wird sich hoffentlich auch mal im Herbst ändern. Wie ist denn das dann bei Wer wird Millionär? Da hast du nicht so viel Publikum und da hast du auch nicht so eine große Spielfläche, weil das Studio relativ klein ist. Wie magst du das da? Wir haben ja, das ist ja quasi ein 360-Grad-Studio, Ja. auch ein bisschen kleineres Studio. Da funktioniert im Prinzip auch alles so wie bei den noch größeren Shows, aber das Zusammenspiel mit Jauch ist ein anderes. Herr Jauch will ja immer gesiezt werden, Ja. egal wie lange man schon für ihn arbeitet. Und es ist eigentlich total cool. Herr Jauch lässt sich wahnsinnig schön in Pausen abholen mit Sachen, die ihn interessieren oder die er skurril findet. Wenn ich ihn Jauch in der Pause zum Thema Auto anspreche, es ist ein riesen Autonarr, der weiß alles über Autos. Dann ist er sofort Feuer und Flamme. Wir haben uns mal über Elektroautos unterhalten, dann habe ich ihm die Geschichte erzählt, wie ich mit meinem Auto eine Cola-Dose, also ins Lenkrad reinmache und das Auto dann noch immer denkt, es wäre jemand am Steuer und ich deshalb quasi mit einer Cola-Dose im Lenkrad geradeaus fahren kann. Fand er super spannend und da hat er, und das Schöne ist, der hat einen unglaublich großen Humor. Also in Jauch kann man auch mal ein bisschen foppen, ja. Ja. Also den kann man auch mal einen Spruch geben oder halt sagen, Herr Jauch, wir hatten Ihnen heute die Krawatte rausgelegt, war das wieder Mutti, weil so einen schlechten Geschmack können Sie doch gar nicht haben oder irgendwie sowas. Okay. Dann nimmt er das mit Humor und springt da direkt drauf auf und der lässt sich gerne mal veräppeln und dem kannst du wirklich mal einen Spruch mitgeben. Und da ist der eine nicht böse, ich weiß natürlich, in welchem Rahmen ich mich bewegen Ja. darf, aber dem kannst du mal einen mitgeben und dann feuert er zurück und das Publikum hat den Spaß seines Lebens. Günther Jauch und Gottschalk sind ja schon so richtige Fernsehinstitutionen seit ewiger Zeit, seit 100 Jahren in Anführungszeichen, als du die beiden das erste Mal getroffen bist. Ne? Und es hieß dann, du darfst Warm-up zum Beispiel für Wer wird Millionär machen. Ich glaube, Wer wird Millionär, war das deine erste Jauch-Show? Ich meine ja, ich Ja. meine ja. Und als du dann, also erst einmal mit Günther Jauch zusammenarbeiten durftest, was? Wie geht man denn da ran? Also hat man da schon Muffensausen oder? Ja, weil Jauch ist halt echt so, Jauch ist halt wirklich auf einem imaginären Thron und das ist einfach eine Institution und ich glaube, Jauch ist einer der wenigen Menschen in Deutschland, der könnte echt sich was erlauben und die Leute würden es ihm verzeihen, weil man ihn einfach so mag, so schätzt und ja, so liebt halt für das, was er macht und für das, wie er ist. Der hat ja mal einen Spruch rausgebracht, das werde ich nie vergessen. Da hat ihn ein Kandidat gefragt, Herr Jauch, was würden Sie mit 1 Million machen? Da hat er ja auch gesagt, ich würde es zu den anderen legen. Ja, genau. Wir hatten Tränen in den Augen und er dann sofort, oh, jetzt gibt es garantiert wieder einen Shitstorm. Jauch kann das bringen. Jeder andere hätte man gesagt, was für ein bonierter Vogel, ne, was soll das und muss man sowas? Und im Jauch nimmst du sowas nicht krumm, weil der lacht dabei mit seinem bübischen Lächeln und denkt man nur so, ja, verdammt, er hat recht. Ja, warum soll er was anderes sagen? Ne? Aber ja, das erste Warm-up, da habe ich echt gedacht, boah, der große Jauch, pass bloß auf, dass du dem gerecht wirst und dass du das so machst, wie ein Herr Jauch das möchte. Aber der hat mir ganz schnell die Angst davor genommen. Und ich sag's immer so, in der Branche ist es natürlich so, wenn du es so machst, wie der Moderator das möchte oder wie es ihm gefällt, dann ist das super. Wenn es nicht so läuft, kriegst du es ganz schnell mit. Das glaube ich. Ist denn, ja, einer wie Günther Jauch, der jetzt da, ist ja auch so einer, der sagt, eigentlich bräuchte ich es gar nicht, aber es ist gut, dass du da bist, aber ich könnte es auch selber machen, oder sind die schon ganz froh, dass es da jemanden gibt, der das Publikum vorher anheizt? Definitiv. Also ich mache das mit einem Kollegen zusammen, mit dem Thomas Pfeffermann. Wir teilen uns, wer wird Millionär, weil wir einer alleine einfach das auch alles nicht abdecken kann. Und wenn einer von uns nicht kann, dann ist wirklich Alarm im Studio. Dann ist wirklich, boah, wer zur Hölle kann der Dritte sein? Mit wem kann der ja auch? Also das ist schon, die versuchen das ganz klein zu halten, weil es Herrn Jauch wirklich wichtig ist, wer da vorne steht und wer das Warm-up macht und auch wie er es macht. Also wenn da irgendeiner ist, find der doof. Also das ist ihm ganz wichtig, dass das Warm-up so läuft und auch die Abläufe so kommen, wie er es kennt, wie er es gewohnt ist.
Da liegt er ganz viel Wert drauf. Also der wird das nicht gerne selber machen und dann sagen, mir doch egal, ob da jetzt ein Warm-up ist Hast du oder schon mal nicht. erlebt, dass du quasi dann gerufen worden bist, weil es eben bei einer anderen Produktion nicht so funktioniert hat mit dem Warm-up wie gedacht und dann musstest du ran? Ja, das war jetzt, glaube ich, aber nicht bei Jauch, aber es gab schon andere Produktionen, wo dann einfach der Moderator gesagt hat, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich will nicht diese Art von Warm-up. Übernimm bitte, das gab's schon. Ja, nicht oft, also auch gut so, aber das passiert, ja, Was das ich mal während der erlebt habe, Staffel. es war auch, verstehen Sie, Spaß mit Frank Elstner noch. Der macht das ja auch nicht. Der kam auch teilweise vor der Sendung gar nicht raus. Das war mal so, mal so. Und also ich bin mir sicher, da ist der Warm-Upper ausgefallen. Das hat man irgendwie gemerkt, weil da hatten sie dann irgendjemand auf die Bühne geschickt. Und du hast auch gemerkt, also mal streng genommen, wenn du so wie ich bestimmt schon 100 Sendungen live gesehen hast und davon dann eben Ja. fast 100 Warm-Ups, ja, dann. Und ein bisschen, also ich bin ja auch jemand, der auf Leute zugehen kann, mit Leuten reden kann und so weiter. Und du hast dir mal so 10 Standard-Gags eingespeichert und hast sie in deinem Repertoire. Dann kommst du über die Runden, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne den Ja. Beruf geringschätzen zu wollen. Aber dann hast du mal Ja, ja. so ein Notprogramm auf jeden Fall drauf. Und du hast gemerkt, das konnte der überhaupt nicht. Der hat versucht, ja, jetzt machen wir mal einen mittleren Applaus, jetzt machen wir mal einen lauten Applaus, jetzt machen wir mal einen leiseren Applaus. Warum auch immer, es war eine Live-Sendung, da wurde nichts geschnitten. Ja. Und dann irgendwann da hat er irgendwie eine Anweisung vom Aufnahmeleiter bekommen, hat er auch nur gesagt, oh, alles klar, ich bin gefeuert worden, tschö. Und dann ist er rausgegangen und dann hat es noch eine Minute gedauert und dann kam der Vorspann. Also, und ich dachte mir auch die ganze Zeit, aber ich habe mich nicht getraut, eigentlich hätte ich runtergehen müssen, meine Chance nutzen müssen. Pass mal auf, ich mach das jetzt mal, ne? Aber du Ja, weißt ja, ja ja. nicht, wie bei einer Live-Produktion da auch der Produktionsstab reagiert, wenn du da einfach vom Publikum da runter und da meinst es da den Larry geben zu müssen, ja? Ja, meine Leistung schwierig wahrscheinlich. Ja, Ja. aber ich sag mal, man klappt trotzdem, hat trotzdem geklappt, die Sendung war deshalb nicht schlechter, ja? Aber solche Situationen gibt es anscheinend. Du magst auch, wir sind jetzt ja beim Warm-up hängen geblieben. Bei QVC bist du, glaube ich, du bist eine Art auch Dyson-Botschafter. Genau, ich mache bei QVC alles, was Dyson. Also ich habe 7 Sauger zu Hause, Lüfter und alles. Genau, Dyson-Staubsauger habe ich tatsächlich auch, muss ich zugeben, ja. ja. QVC ist eine völlig andere Schiene und eine völlig andere Art, was zu präsentieren, zu moderieren. Und da geht man doch auch nicht einfach hin und sagt, oh, ich würde mal gerne Teleshopping machen. Ja? Nee, da hast du recht. Bei mir war es so, dass damals einer von QVC bei Let's Dance saß und sich gedacht hat, boah, netter, sympathischer Kerl, den laden wir mal ein zu einem Casting. Die haben fast jede Woche dort Castings, weil diese Produktexperten, wie sich das nennt, was ich mache, da tun die sich immer schwer, welche zu finden, weil du sollst frei erzählen, du musst die Sets aufbauen, du musst alles vorbereiten, du musst die technischen Sachen so verpacken, dass du aber auch jeden damit abholst, aber nicht langweilst und so weiter. Und dann habe ich ein ganz klassisches Casting dort gemacht und hatte wahrscheinlich wie viele andere auch davor gedacht, oh, Home Shopping, ganz im Ernst, ist bei mir auf Kanal 798 so ungefähr. Ja. Und wer schaut das bitte? Bis ich festgestellt habe, dass es das genauso produziert wird wie Fernsehshows. Wir haben da riesen Studios, bis zu 7 echte große Kameras. Das ist alles akribisch vorbereitet, das ist alles live. Und es macht einen unglaublichen Spaß, weil ich halt live etwas machen kann, spontan auf das reagieren muss, was der Moderator mir vorgibt. Und ich biete im Prinzip ein Produkt an oder erkläre ein Produkt, was ich selber total mag, was ich schon davor hatte, noch bevor ich das für Dyson bei QVC gemacht habe, wo ich gemerkt habe, dass die Herangehensweise gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist, sondern dass es eine super Chance ist, zu gucken, ob man live, frei sprechen kann, präsentieren kann, alles denken kann. Das fand ich eine tolle Herausforderung. Das ist natürlich auch ein Job, muss man ganz ehrlich sein, den man ewig machen kann. Weil die Zuschauer es unheimlich schätzen, immer dieselben Leute zu sehen, zu sagen, hey, vor 3 Jahren habe ich beim René was bestellt. Das war ein super Gerät, der hat es genau so erklärt. Und es war auch so, wenn wo ich es nach Hause bekommen habe. 3 Jahre später denkt er sich, ach, da ist der René wieder. Oh, das interessiert mich jetzt aber auch. Habe schon damals gute Erfahrungen bei dem gemacht. Bestelle Ist ich doch mir, so ne? personalisiert, das hätte ich gar nicht gedacht. Wobei ich habe früher so mit
Also das hört sich jetzt dumm an, wenn andere gehen da saufen. Mit 14, 15 habe ich mir auch gerne mal so Home Order Television angeguckt, gerade so die Heimwerker oder ich bin ja in der Elektronik-Ecke oder Technik-Ecke so ein bisschen angesiedelt. Und ich fand das tatsächlich so. Wird aber heute, denke ich mir, wer macht noch, wer stellt noch im Teleshopping? Aber es ist ein unfassbares Geschäft, wenn man auch mal Ralf Dümmel hört und Judith Williams bei der Höhle der Löwen. Das ist ja unfassbar, was da noch läuft, ja. Also im Das ist positiven wirklich Sinne. unfassbar. Also wenn du, also wenn du die Zahlen hörst oder was da umgesetzt wird, also Dyson zum Beispiel setzt bei QVC mehr um als alle Mediamarkt, Saturns und Online-Händler in ganz Irre. Deutschland. Ne? Also ich glaube, QVC hat, ich meine, 7 Millionen feste Kunden. Also ne, nicht Karteileichen, sondern die Regelmäßige regelmäßig Kunden. darüber ihre Küchengeräte, ihre Kuscheldecken, ihren Staubsauger und so weiter darüber ordern. Es ist im Prinzip das Amazon für Leute meistens so zwischen 50 und 70, weil du Ja. kriegst alles erklärt, du kriegst alles gezeigt. Wenn du es nach Hause bekommst, weißt du, wie es funktioniert, weil du die Präsentation eine Stunde angeguckt hast oder vielleicht auch nur 10 Minuten. Aber ja, ich habe früher auch drüber geschmunzelt. Mittlerweile weiß ich, wie es produziert wird, wie es gemacht wird und finde es großartig. Aber das muss nicht jeder großartig finden, Ja, ne? Das klar. ist aber ja. Zwei Fragen habe ich noch. Und zwar, einmal sitzt du auch gerne bei Fernsehshows noch im Publikum und schaust dir auch mal gerne sowas an? Ich habe die Zeit nicht mehr. Also, wenn ich jetzt den Kalender gucke, im Juni, wenn ich jetzt mal meinen Juni vorlese, 1. Juni, Take Me Out, 2. Juni, Take Me Out, 4. Juni, QVC, 5. Juni, Take Me Out, 6. Juni, Take Me Out, 7. Juni, Grill den Hensler. Und so geht es komplett im Juni durch. Ich habe schlichtweg keine Zeit, mich wo reinzusetzen. Wenn ich mal mitkriege, dass ein Kollege auf dem Studiogelände ist, dann gucke ich mir so die ersten 10, 15 Minuten mal mit an, einfach zu gucken, was machen die Kollegen, wie ist deren Show. Aber dass ich einen Abend mir Zeit nehme, mir eine Show anzugucken, das geht nicht mehr. Das Aber ist wenn du die vorbei. Zeit hättest, würde dich das noch interessieren? Ja. Oder weil man schon so viele Shows gesehen hat, weiß man, das ist dann gar nicht mehr so interessant. Nee, ehrlich gesagt hätte ich mal richtig Bock, mir den ganzen Abend anzugucken. Also ich muss mal gucken, ob ich mir das irgendwann mal echt gönne, einfach mal wirklich nur in großen Anführungszeichen Publikum zu sein. Hätte ich Bock zu, ja. Aber es scheitert gerade schlichtweg an der Zeit. Aber sonst liegen gerne. Ich fände es cool. Aber ist das überhaupt so ein Beruf, den man so, du hast gesagt, bist verheiratet, wir haben, vorhin kam auch deine Tochter mal kurz rein. Ist das ein Beruf, so, nachdem man da keine festen Arbeitszeiten hat und meistens immer spät am Abend, arbeitet, die Produktion, ich nehme mal an, du bist immer so ab mittags, nachmittags muss man dann irgendwie vor Ort sein. Du musst ja auch stationiert sein, so ein bisschen zentral, dass du nach Köln, was mit, bist du in Köln oder wo lebst du jetzt? Aachen. In Aachen, ja, okay, das ist ja nicht weit weg, aber da musst du mal nach Berlin oder nach München runter oder sowas. Oder ja, das ist ja kein Beruf, wo man dann abends um 18 Uhr, 19 Uhr heimkommt und dann auch schön mit der Familie abends dann Rührei isst. Das stimmt und das ist auch mit so ein bisschen Grund, warum ich eben nicht nur Warm-up mache, sondern auch noch QVC oder andere Moderationen, die teilweise tagsüber stattfinden, damit ich eben noch mehr von den Kiddies habe, weil wenn man keine Familie hat, ist es mega. Du kannst ausschlafen, du kannst deinen Tag schön strukturieren morgens, du kannst alles besorgen, einkaufen, kochen, keine Ahnung. Und bist mittags weg. Und ich mache halt dafür immer morgens die Kinder fertig, bring die in den Kindergarten, bring die in die Schule, guck, dass ich die da mitbekomme. Und habe mittlerweile mein Leben halt so umgelegt, dass wenn halt die Kinder Ferien haben, dass ich dann mir auch wirklich mehr Ferienzeit gönne als früher, damit ich einfach noch mehr von denen habe. Aber ich gebe dir recht, die Arbeitszeiten sind nicht familienfreundlich. Das muss man ganz klar so sagen. Gibt's irgendeine Show, die auf deiner Liste noch fehlt, wo du sagst, Mensch, schade, dass sie mich dafür noch nicht angefragt haben, da hätte ich schon immer mal gerne das Warm-up gemacht. Warm-up. Lass mich überlegen. Dadurch, dass ich jetzt, das jetzt seit 20 Jahren mache und von Shows mit 50 Leuten bis 50.000 der Schalke Arena alles machen durfte, aktuell nicht, weil da war einfach alles dabei. Vom kleinen Quiz bis zur großen Game Show, bis zur Politiksendung. Von daher eigentlich nein. Also, Wetten, das fände ich auch nur spannend, um vor Ort zu sein. Aber da ist Warm-up eh nur ganz kurz, geht, glaube ich, keine Ahnung, 5 Minuten, dann kommt Gottschalk schon raus, übernimmt und das war's dann mehr oder weniger. Der Rest läuft dann alleine, von alleine. Das fände ich schön, mal vor Ort zu sein. Aber da ging es mir noch gar nicht so zwingend ums Warm-up. Da wäre ich auch gern Zuschauer. Also von Ja. daher,
So, wetten das, ja, doch so da, Ja, das Wetten, finde ich nochmal das ist ganz ja, spannend. bis Gottschalk aufgehört hat, hat wirklich keiner. Also ich war dreimal noch zur richtigen Gottschalk-Ära dort und da macht es wirklich nur Gottschalk. Es gibt nur eine kurze Off-Stimme, die mal kurz erklärt, die Notausgänge sind da und da. Bleiben Sie sitzen und fotografieren Sie ohne Blitz, schalten Sie Ihre Handys aus und hier ist Thomas Gottschalk. Also sehr unspektakulär. Und ich weiß aber, bei den zwei Revival-Sendungen hat es auch Christian gemacht. Und da hat Genau. er uns aber auch erzählt, mehr als ein besserer Hausmeister warst du da auch nicht, weil ja eben Gottschalk möchte, dass er das Warm-up macht und da auch dann nur diese Sicherheitsgeschichten dann kurz erzählt. Und vielleicht dann, dass dann Christian noch ein bisschen vorklatscht. Manchmal, das merke ich mittlerweile in vielen Shows, finde ich, das hört man es raus, dass vorgeklatscht wird. Ist das, Ja. weil das auch aber die Regisseure so wollen mittlerweile. Nimmt das einem so ein bisschen den, ja, wie gesagt, die Illusion, aber jetzt gerade verstehen Sie Spaß zum Beispiel, da hört man es extrem raus. Da möchte ich jetzt nicht Christian kritisieren, weil ich weiß, dass das die Regisseure so wollen. Aber früher waren das halt wirklich noch echte Emotionen. Da wurde, gerade verstehen Sie Spaß, da wurden Emotionen transportiert und durch Applaus. Und Chano Jobert hat auch mal gesagt, wenn euch was gefällt, dann klatscht. Fertig. Ne? Und das hat Ja. funktioniert, ja. Da musstest du niemandem sagen, klatsch bitte noch so lange, bis dann der Gast mit am Tisch oder auf der Couch dann sitzt. Heute muss man irgendwie, oder hat man das Gefühl, jeder muss irgendwie so vorklatschen und es muss alles so perfektioniert sein und alles ist so aalglatt. Nimmt dann das nicht so ein bisschen die Ja. Illusion vom Fernseher auch oder den Zauber? Ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch mit ein Grund, warum ich teilweise in Shows später oder auch mal nicht anklatsche und danach auch dem Regisseur sagt, da habe ich nicht angeklatscht, weil wir, wenn wir alles beklatschen, dann ist die Wertigkeit nicht mehr da. Genau. Wir brauchen da Unterschiede. Und es gibt wiederum teilweise Abläufe, die muss man einfach geben, weil die dann sagen, hey, oder wo ich dann merke, da muss der Moderator nochmal auf die Moderationskarte gucken, da haben die einen Gang von rechts nach links, Das ist wenn da klar. nichts stattfindet. Ne? Aber und dann ist natürlich auch wichtig, dass man so anklatscht, dass man gemeinsam mit dem Publikum anfängt zu klatschen. Es gibt manchmal, ich höre das auch aus, du hörst es so und Genau. dann klatscht der Rest mit. Und das sollte man als Warm-Upper versuchen. Das geht nicht immer, weil das Publikum auch nicht immer so mitzieht. Aber so zu machen, dass man dieses nicht Ja. hört. Ja? Und dann wirkt es schon ein bisschen homogener. Aber ich habe aber wiederum auch schon Shows erlebt. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Bitte. Vor 3 Wochen kamen die Macher von Let's Dance zu mir und haben gemeinsam mal René, die stehen mittlerweile, nach jedem Tanz haben wir Standing Ovation. Gibst du das an oder machen die das alleine? Weil das ist schon fast ein bisschen viel. Und da habe ich der Produktion gesagt, ich würde es gerne auf meine Fahne schreiben, dass die wegen mir aufstehen, aber nein, die finden das so cool hier, die Tänze, dass sie das jedes Mal mit Standing Ovation honorieren. Und ich sage am Anfang der Show auch immer, wenn sie es richtig cool finden, das ist die größte Wertschätzung, großer Applaus oder wenn sie aufstehen. Aber nur, wenn sie es so empfinden. Und bei Let's Dance hat es wirklich überhand genommen. Also, früher gab es Shows, da habe ich so gemacht, ne, die Hände so nach oben, ne, steht bitte auf, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Das habe ich hier und da mal schon gemacht. Ist aber bei Let's Dance schlichtweg nicht nötig. Ja. Ne? Und in den Pausen halte ich auch die Stimmung nur hoch. Damit die Leute einfach sich nicht langweilen und damit die Spaß haben und damit die genauso gut drauf sind im Warm-up wie in der Show. Aber in der Show ist die Begeisterung, das Begeisterungslevel einfach unglaublich groß. Also das kann auch andersrum laufen lassen, wenn die Produktion wirklich sagt, es ist schon fast zu viel und ich kann noch nicht mal was dafür, weil die Begeisterung einfach schon, die Grundbegeisterung so groß ist. Ich fällt mir zum guten Schluss doch noch eine Frage ein. Gibt es erstmal Ja. irgendeine Anweisung, wo du gesagt hast, nee, Leute, das mache ich nicht, das ergibt keinen Sinn? Ja, klar, wenn es irgendwie heißt, es gab schon Shows, da war der Satz einfach noch nicht zu Ende, die Pointe war noch nicht zu Ende gesprochen. Und wenn es da mittendrin im Satz heißt und jetzt ein Applaus, dann habe ich den später angestimmt, weil ich gesagt habe, nee, es war doch gar nicht die richtige Stelle Du dafür. kriegst das ins Und Ohr die dann, ganze Zeit, dass du jetzt Applaus geben musst. ich habe die Regie die ganze Zeit im Ohr, ich habe Dauerstrich-Regie. Ich höre, was vorne passiert, ich höre, was im Ohr passiert. Und wenn ich höre jetzt einen Applaus und ich fühle aber, dass der im Studio jetzt noch 3 Sekunden braucht, weil das Timing sonst nicht stimmt, dann gebe ich den 3 Sekunden später. Das ist aber was, das traut man sich nicht in den ersten 5 Jahren als Ja, klar. Warm-Upper.
Und meistens ist es dann auch völlig okay, wenn ich danach zum Regisseur gehe und sage dann, hey, lieber so und so, da habe ich erst später angeklatscht oder nicht. Dann ist es zu 99,9% so, dass sie sagen, ja, klar, du, war alles gut. Ne? Wenn du bist ja im Studio, ne? Wir sind da vor Monitoren und allem drum und dran. Und wenn du den Satz hast aussprechen lassen wollen, dann ist es völlig in Ordnung. Also das wird einem dann nicht krumm genommen. Es war wie immer schön, was aus der Welt der Shows und Produktionen zu erfahren. Sehr gerne. Und du kommst jetzt mal in eine Show, wo ich Warm-up mache zur Hölle. Ja, gerne. Also ich bin ja auch tatsächlich mittlerweile seit kurz vor Corona bin ich jetzt endlich nach 8 Jahren auf der Warteliste, soweit, dass ich Wer wird Millionär-Karten kriegen kann. Ne? Das oder Jauch Gottschalk Schöneberger. Wenn wir wieder zu privat plaudern, gebe ich dir die Termine durch, dann sagst du mir, wann du kommen willst und dann setzen wir dich da Dann rein. komme ich. Das machen wir auf jeden Fall. Da machen wir was aus. Wir sind jetzt im Kontakt und dann kriegen wir da auf jeden Fall was hin. Und wenn du mal Genau. ausfällst, ruf mich an. Dann hoffe ich, dass ich dich vielleicht mal würdig ersetzen kann. Du lebst meinen Traum, den ich nie verwirklichen konnte, weil ich meinte, ich muss arbeiten gehen. Ich habe das schon rausgehört. Ich habe das schon rausgehört. Da quatschen wir noch mal, wenn du mich bei Jochbutter Schöneberger dieses Jahr besuchen kommst. Also. Da habe ich noch so viele Termine im Kalender. Kommst du vorbei, quatschen wir noch Ja, dann mal. überlegen wir was. Also, René, es war mir ein Fest. Vielen Dank und Sehr alles gerne. Gute für dich. So, Für dich genug auch. Danke gequatscht für dir. heute. Ciao. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald. Von Hintertupfingen bis Winterlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.